Hallo und herzlich willkommen im Wald. Ich bin überfällig mit einem dringend notwendigen Video, das sich viele Leute schon teilweise seit Jahren entsprechend gewünscht haben. Und zwar geht es um den Bär. Und dafür muss ich hier mal ein bisschen blättern, weil da habe ich mir ein paar Notizen gemacht. Das kann sich ja kein Mensch alles merken, ne? Also schon. Es hilft, sagen wir es mal so. Ne? Also, Bär. Und zwar welchen Bär? Braunbär. So, und welcher Bär ist das? Es ist nicht der Heidelbär, es ist nicht der Erdbär, es ist auch nicht der Hubschraubbär, sondern es ist der eine braune Bär, der ziemlich ungesund sein kann, wenn man ihn ärgert oder ihn zum Beispiel essen möchte. Dann haut er einem eine rein und dann ist man kaputt. So, deswegen nicht mit dem Braunbär anlegen, ne? Ja, der Braunbär. Was steht denn hier? Genau, ich soll was zum Erscheinungsbild erzählen. Der heißt zunächst mal Braunbär, weil er überwiegend braun gefärbt ist. Überwiegend. Das heißt aber jetzt lange nicht, dass jeder Braunbär immer zwingend braun sein muss. Das geht von einer ziemlich ins Gelbliche, gelblich-bräunlich übergehenden Färbung, gar nicht so selten beim klassischen Grizzly. Also der Grizzlybär, das ist auch ein Braunbär, zoologisch gesehen ein besonders großer, ein besonders beeindruckender, aber auch nur in Anführungszeichen ein Braunbär. Es kann auch so leicht ins Rötliche übergehen von der Färbung her oder auch ins Schwärzliche. In der Mitte befindet sich aber immer braun. Sprich, man sollte ihn eigentlich eher bräunlichen Bär als Braunbär nennen, was aber beim blöde klingen würde und deswegen heißt er Braunbär. Auffällig und zur Unterscheidung zu anderen Bären gut geeignet ist der deutliche Buckel, den der hat, ne? Zwischen den Schulterblättern, diesen muskulös aussehenden Buckel. Der ist dafür da, dass er mit den Vorderbeinen nochmal mit mehr Schmackes zustoßen, zuhauen oder sonst irgendwas tun kann mit den Vorderbeinen, dann halt eben um seine potenzielle Beute, wenn er dann mal wen fängt. Das macht er nicht so oft, aber wenn er das dann tut, eben entsprechend dann kaputt kloppen zu können. Ne? Denn wenn er was erlegt, dann gerne mal mit Boom draufhauen und dann alles kaputt. Ne? Also Wirbelsäule kaputt, Rippen kaputt, alles kaputt, Kopf kaputt, kaputt, kaputt. So ein Bär hat schon auf jeden Fall ordentlich Kraft und wo der hinhaut, da wächst dann so schnell nichts mehr. So. Dann wäre vielleicht noch anzumerken, dass er für Bären vergleichsweise lange Gliedmaßen hat, also lange Extremitäten. Gerade bei den großen Bären fällt es nicht so sehr auf, weil sie auch sonst einen sehr massigen Körperbau haben. Aber bei den kleinen Braunbären und auch bei den jungen Braunbären kann man es zum Teil ganz gut erkennen, dass sie vergleichsweise lange Arme und Beine haben und dann doch noch ein eher schlankes Erscheinungsbild, obwohl sie dann halt eben später dann mal durchaus etwas dicker werden. Auch schön sehen kann man das bei der Bären, die gerade aus der Winterruhe kommen. Da sind sie ja auch gerade ziemlich abgemagert und dann sieht man auch, dass sie relativ lange Arme und Beine, wenn man das jetzt so nennen möchte, eben entsprechend haben. Die Bezeichnung Arme und Beine ist gar nicht so weit hergeholt, weil der Bär uns dahingehend schon etwas ähnlich ist, das kommt auch in der Mythologie zu tragen, dass der Bär in der Mythologie so viel verehrt wird, weil er sich halt auch auf zwei Beine stellen kann und dann diesen hier macht, ne? So wie wir im Grunde auch. Und das ist schon so eine besondere Fähigkeit im Tierreich, die halt wirklich sehr, sehr selten ist. Wenn man jetzt mal vom Känguru vielleicht noch absieht und diversen Vögeln, die auch nur zwei Beine natürlich haben, ist das unter den Säugetieren wirklich eine Besonderheit, dass die nennenswert auf zwei Beinen rumstehen und dann auch noch groß sind. Ne? Also so kleine Tierchen, so kleine Nagetierchen und so weiter, ja, die können sich alle auf die Hinterbeine stellen. Das ist keine so, also nicht alle, aber viele, das ist jetzt keine so tolle Leistung. Aber bei so einem Riesenviech, schon beeindruckend. Ne? So, er hat ein Kombigebiss für Pflanzen und Fleisch. Also vorne hat er das übliche Raubtiergebiss mit den Fangzähnen, mit den Schneidezähnen. Also sprich, die festbeißen und dann am Ende Knochen durchtrennen, Fleisch abbeißen und so weiter und so fort. Zähne, alles da. Aber er hat auch weiter hinten im Maul auch ausgesprochene Mahlzähne, wie sie sonst bei Pflanzenfressern vorkommen, damit er eben auch seine vorwiegend übrigens vegetarische Kost entsprechend gut durchkauen und dann auch vernünftig verdauen kann. So, sonst noch was Wichtiges zum Aussehen? Ja,
hat sehr kleine Augen, hat deutlich vom Kopf abstehende runde Öhrchen. Aus den kleinen Augen kann man dann auch schon schließen, dass er wahrscheinlich nicht besonders gut sieht. Ist auch so, er sieht eigentlich nicht besonders gut, aber er sieht auch nicht wirklich schlecht. Es gab da also auch schon so Schlaumeier, die der Meinung wären, der Bär sieht sie nicht und die sich dann hinterm Baum versteckt haben und solche Späße, wenn der Bär angerannt kommt, in der Hoffnung, dass der Bär dann denkt, sie wären weg. Der sieht ungefähr so gut wie wir in etwa. Vielleicht einen Ticken schlechter. Also jemand von uns, der nicht besonders gut sieht, der kann sich ungefähr vorstellen, wie so ein Bär sieht. Ob die jetzt farblich sehen können oder nicht, weiß ich nicht. Praktisch wäre es fast für den Omnivoren. Dann hätten sie es halt leichter, entsprechend bunte Bärchen im Gestrüpp zu finden. Aber das konnte ich jetzt einfach ehrlich gesagt nicht mal rausfinden auf die Schnelle, ob der Bär nun Farben sehen kann oder nicht. Ne? Aber auf jeden Fall sieht er ungefähr so gut wie wir. Dafür hat er dann wieder eine der besten Nasen im Tierreich. Hören tut er auch sehr ordentlich, besser als wir. Ne? Also wenn er uns hört, haben wir ihn noch lange nicht gehört. Aber wirklich eine der allerbesten Nasen im Tierreich. Ungefähr vergleichbar noch mit Wolf und Wildsau. So in dem Bereich befinden wir uns ungefähr. Also ne, den Kampf der Supernasen können zum Beispiel die drei, also bei den Tieren, die potenziell hier bei uns vorkommen würden, können die drei Tiere dann quasi untereinander so ungefähr ausmachen. Ja, wie groß wird denn so ein Bär? Es wird da gerne mal berichtet von Bären, die eine Tonne gewogen hätten. So ein super ultimativer Kodiak Grizzly, der eine Tonne gewogen hat. Lässt sich jetzt so nicht bestätigen. Mag sein, dass das gerne mal behauptet wird. Könnte theoretisch kurzfristig sogar auch mal gestimmt haben, dass der mal eine Tonne wog, kurz bevor er zur Winterruhe gegangen ist und sich vorher entsprechend mit Lachs vollgestopft hat. Möglicherweise. Aber das Höchstgewicht, das ich jetzt gefunden habe, das auf einigermaßen brauchbaren Quellen basiert, für weltweite Braunbären wohlgemerkt, weltweit, ganz wichtig, muss man nochmal dazu sagen, nur für weltweite Braunbären, liegt bei 780 Kilo, das Höchste, was ich gefunden habe. Denn bei der momentan aktuell natürlichen Braunbärverteilung, Verbreitung, die noch übrig ist, haben wir auch durchaus relativ weit südlich lebende Bären, unter anderem den Alpenbraunbär. Und die sind vergleichsweise sehr, sehr klein. Natürlich potenziell immer noch gefährlich für einen Mensch, aber potenziell allerdings nur noch. Die wiegen vielleicht sogar nur so um die 70 Kilo. Ne? Also so viel wie wir ungefähr. Ist dann trotzdem immer noch ein beeindruckendes Tier, so ein 70 Kilo Tier, aber vergleichsweise verglichen mit dem 700 Kilo Exemplar dann natürlich doch ein eher Teddy. Ne? Aber man sollte sie die trotzdem nicht unterschätzen. Außerdem werden sie so 1 Meter bis 2,80 Meter lang und das ist die gehende Länge. Ne? Die stehende Länge, nicht die auf zwei Beinen aufragende Länge. Das kann dann eben entsprechend nochmal etwas höher sein, weil dann ja die Hinterbeinlänge nochmal dazukommt. Und der aufgerichtete Hals und so weiter und so fort. Das ist dann nochmal eine andere Kategorie. Und bis zu 90 bis 1,50 Meter oder sowas. Also die großen Bären, die kleinen alten Bären, die sind nochmal ein bisschen kleiner. Aber die großen Bären bis zu 1,50 Meter Schulterhöhe gehend, wohlgemerkt. Ne? Nicht aufgerichtet. So, ja, das sind so die wesentlichen Eckdaten, die man da vielleicht mal gerne gehört haben möchte. Und dann kommen wir auch schon zum Verbreitungsgebiet. Und das kann man im Grunde relativ einfach beschreiben, indem man sagt, zirkumpolar, also einmal um den Nordpol drumherum, auf der Nordhalbkugel entlang, mit Ausnahme von Grönland, weil da gibt es den Eisbär, wobei man sich inzwischen streiten muss, ob der Eisbär nicht auch ein Braunbär ist, beziehungsweise ob der Braunbär nicht auch ein Eisbär ist. Schwierig, komme ich nachher noch kurz drauf. Jedenfalls gibt es da den klassischen Braunbär, so wie er momentan immer noch beschrieben wird, gibt es nicht in Grönland, so, aber im Rest um den Pol drumherum sehr wohl. Und früher gab es ihn sogar in Nordafrika und damit auf fast allen Kontinenten außer Südamerika und Australien. Da kam im Atlasgebirge vor. Früher, jetzt nicht mehr. Jetzt gibt es ihn noch in Nordamerika, Europa und Asien. Jo.
und in Asien sogar viel weiter verbreitet, als man denkt. Der kommt zum Teil sogar noch südlich des Himalayas, also auf der, sagen wir mal, südlicheren Himalaya-Hälfte, vorsichtig ausgedrückt, kommt er auch noch vor, beziehungsweise wandert in China relativ weit nach Süden. Sonst Sibirien natürlich, Kanada, Alaska natürlich, das sind so die Gebiete mit den größten Braunbärenvorkommen. Und bei uns in Europa leichte kleine Restbestände in großen Mittelgebirge will ich die Pyrenäen fast schon nicht mehr nennen, das sind sie aber streng genommen. Da gibt es zum Beispiel noch Restbestände, in den Alpen gibt es noch ein paar Restbestände und sonst im Baltikum, ne? Bereich Karpaten und sonstiges, ja, ehemalige UdSSR, Osteuropa, so den Bereich, da gibt es schon immer mal wieder noch diverse schöne große Braunbärvorkommen. Und eines der größten Braunbärvorkommen, also nach Staaten getrennt, in Europa hat tatsächlich, und das ist überraschend, weil man doch sagt, die Wahrscheinlichkeit, einem Braunbär zu begegnen, ist unglaublich gering, Schweden hat tatsächlich eine sehr große Braunbärpopulation. Da gibt es auch relativ viel zu essen für die Braunbären. Man geht von maximal 3000 Tieren aus. Also mehr sind es nicht. Aber dass man sich traut, maximal 3000 Tiere zu sagen, ist schon eine enorme Bärendichte für so ein Land wie Schweden, das zwar für uns als Deutsche verglichen mit Deutschland der Inbegriff der Wildnis ist, aber so viele Prädatoren haben die sonst eigentlich nicht. Sie haben zum Beispiel sogar weniger Wölfe als wir inzwischen. So gesehen ist das ein bisschen überraschend, dass sie sich doch einen so hohen Bärenbestand leisten. Norwegen tut das nicht. In Norwegen kommen gerade mal etwa 30 Braunbären natürlich vor. Die Norweger sind mit Raubtieren durchaus ein bisschen vorsichtig. Ich schätze die Norweger ja sehr, aber was ihren Naturschutz angeht, wo sie natürlich tipptopp sind in vielen Bereichen, könnten sie im Bereich der Prädatoren wirklich vielleicht mal ein bisschen mehr tun. Ne? Aber man ist ja, ich bin ja immer gerne fleißig am Ausland rumnörgeln. Ne? Da könnte man vielleicht mal eventuell drüber nachdenken. Allerdings kenne ich auch nicht alle Zusammenhänge. Auf den britischen Inseln gibt es da nichts dergleichen. Und dann können wir jetzt nochmal schauen, wie schaut denn das in Deutschland aus? Wie viele Bären haben wir denn in Deutschland? Ja, null. Der letzte Autochone, also der letzte deutsche Braunbär, der vermutlich noch aus einer deutschen Population oder zumindest randdeutschen Population gestammt hat, wurde in Ruhpolding 1830 erlegt. Ruhpolding sagt mir deswegen vor allen Dingen was, weil ich da auch mal viele Wochen, naja, was heißt viele Wochen, schon einige Wochen eben entsprechend zur forstlichen Ausbildung dann da war und da diverses forstwissenschaftliches und forstwirtschaftliches Zeug entsprechend lernen durfte. Da gibt es so ein schönes Ausbildungszentrum für Waldmenschen. Jedenfalls, das war der letzte in Deutschland und der nächste, den man dann registriert hat, nachdem der letzte geschossen wurde, war 2006 der Bruno. Der ein oder andere erinnert sich bestimmt, Problembär Bruno. Ne? Eigentlich haben sich ja alle gefreut, dass jetzt plötzlich so ein Bär da ist. Das Problem war nur, aus wildtierökologischer Sicht war der tatsächlich ein Problembär. Das hat sich jetzt also niemand ausgedacht und hat halt ein sehr auffälliges Verhalten gezeigt. Es ist generell bei Tieren, die potenziell für Menschen gefährlich sein können, so, dass das inzwischen in der Schweiz, Österreich und in Deutschland ungefähr ähnlich gemanagt wird, wenn sie verhaltensauffällig werden, sprich so wirken, als hätten sie ein gewisses Maß ihrer Scheu oder die ganze Scheu vor Menschen verloren, dann werden sie zum Problemtier. Wenn es geht, werden sie dann betäubt und irgendwo weit, weit, weit weg nochmal neu ausgesetzt. Macht aber in vielen Fällen nicht unbedingt Sinn, dann müssen sie halt eben entsprechend erlegt werden. So, jetzt hatte der Bruno allerdings ein entsprechendes Medienecho für sich gewinnen können, dass der ursprüngliche Plan, ihn zu erlegen, nachdem er verhaltensauffällig geworden ist, erstmal wieder beiseite gelegt wurde und man hat erstmal versucht, ihn zu betäuben und einzufangen, damit er in irgendein Zoo oder sonst wohin kommt. Ne? Das hat leider nicht funktioniert, weil, das habe ich auch schon mehrfach erzählt, Tier betäuben ist viel schwieriger als Tier erschießen, weil so ein, jetzt für die Geschlechtsgenossen unter uns, wir kennen uns da ja alle zumindest so ein bisschen aus, ne, so ein schönes Sniper-Rifle, ne, so ein schönes Scharfschützengewehr, hat halt locker mal eine Reichweite von vielen hundert Metern.
bis hin zu irgendwelchen abnormalen Reichweiten, also effiziente Reichweite, davon sprechen wir. Ne? Nicht theoretische ballistische Flugbahn des Geschosses, das ist schon beim G36 3,5 Kilometer oder irgendwas. Oh, ich muss mal kurz böses schwarzes Getränk trinken. Ja, während eine Betäubungsspritze, die man mit einem Gewehr abschießt, keine Reichweite von ein paar hundert Metern erreicht, sondern vielleicht von maximal, wenn es die ultimativste Betäubungsgeschossspritze aller Zeiten ist, vielleicht 50 Meter oder was, höchstens. Ne? Also wenige, vergleichsweise wirklich wenige Meter effiziente Reichweite hat man mit so einem Betäubungsgeschoss. Die sind nun mal vergleichsweise unförmig und wir sprechen von effektiver Reichweite. Die können auch wegen jedem Mist, der sich in der Schussbahn befindet, abgelenkt werden. Ein paar Blätter reichen da schon, wirklich ein einzelnes Laubblatt und schon verreißt den Schuss nach sonst wo. Ist nicht so einfach, mit sowas zu treffen und das war dann halt eben auch das Hauptproblem. Man hat den Bär wohl aus der Entfernung sehen können, man hätte mit einer entsprechenden Kugel ihn auch abschießen können. Was man aber nicht hätte machen können, ist eben dieses Betäubungsgeschoss einsetzen und deswegen hat das nicht geklappt und irgendwann wurde es dann den Verantwortlichen zu gefährlich mit dem Bär, der sich immer wieder den Siedlungen genähert hat, Mülltonnen ausgeräumt hat, Nutzvieh gerissen hat und wirklich ordentliche Schäden angerichtet hat. Man spricht dann nicht nur von einem Problembär, sondern auch von einem Schadbär. Da gab es dann diese schönen Begriffe. Ja, und dann hat man ihn halt doch geschossen. Was hätte man jetzt daraus lernen können? Was hat man daraus wohl auch zum Teil durchaus gelernt? Ein Bärenmanagementplan für Deutschland hat gefehlt. Was ist zu tun, wenn denn mal so ein Bär ankommt? Da hatte man eben entsprechend nichts. Inzwischen, ja, da gibt es schon in den Schubladen was rumliegen, was dann da möglicherweise griffbereit wäre. Allerdings, so rein vom Wildtiermanagement, vom Verhalten gegenüber einem auffälligen Raubtier, unterscheidet sich jetzt das Vorgehen, das wir jetzt beim Wolf inzwischen zum Teil schon ganz gut durchgetaktet und durchgeplant und etabliert haben, von dem, was man beim Bär anwenden müsste, auch nur geringfügig. Bär in Deutschland, ob das wieder möglich ist oder nicht, wäre auch noch was, worauf ich dann hoffentlich nachher noch zu sprechen komme. Ich habe es hier nämlich nicht aufgeschrieben und deswegen hoffe ich, dass ich so dran denke. Und wenn nicht, muss ich gegebenenfalls nochmal ein kleines Video halt hinterher schalten, wenn ich es jetzt vergesse. So, Verbreitung, ja, in Deutschland eben, da gibt es schon länger keinen mehr. In Österreich gab es mal eine kleine Bärenpopulation, die ausgewildert wurde. Man hatte also angefangen, man hat gemeint, wir brauchen eine Bärenpopulation. Dann hat man ein paar Bären ausgesetzt. Dann haben die sich durchaus vermehrt. Dann gab es also fast schon ein paar Jahre in Folge jedes Mal, also ganz so einfach funktioniert es nicht, weil Jungbären relativ lange bei der Mutter bleiben, aber ein paar Intervalle in Folge, in Anführungszeichen, gab es immer mal wieder Jungbären. Man hat immer wieder Jungbären festgestellt. Und die Population stieg auf vielleicht so etwa 20, 30, 40 Tiere an, so irgend sowas um den Dreh. Ich weiß es nicht mehr so ganz genau. Ich habe das damals auch so ein bisschen verfolgt. Und leider hat man inzwischen sagen müssen, nachdem es eigentlich ganz gut aussah, dass es aktuell überhaupt nicht mehr gut aussieht. Also man kann viele der besenderten Bären überhaupt nicht mehr nachweisen. Man entdeckt sie auch sonst nicht. So ein Bär ist von Experten, gerade wenn es wenig Bären sind, in einem ziemlich eingeschränkten Gebiet, wo sie zu finden sein sollten, relativ gut aufspürbar im Sinne von, ist er da oder ist er nicht da. Der markiert ja auch sein Revier. Erstens olfaktorisch, also sprich mit Geruchsmarken, aber auch visuell, indem man sich an diversen Bäumen reibt, da auch mal gerne dran kratzt und ähnliche Späße. Und das kann man dann ganz gut sehen, ob in einem Gebiet, wenn man sich auskennt, ob in einem Gebiet Bären vorhanden sind oder nicht. Und da ist der aktuelle Stand der Dinge, dass es wohl noch ein paar Bären wohl scheinbar in Österreich gibt, aber das sind wirklich, wirklich nicht mehr viele. Und der ist da also wieder zum zweiten Mal aussterben, muss man leider fast schon sagen. Es sieht wohl ziemlich duster aus. Aktuellste Informationen weiß ich leider eben entsprechend keine. Grund ist tatsächlich mit großer Wahrscheinlichkeit, da er ja unter Naturschutz stand und da natürliche Ursachen ihm nicht geschadet haben und er mit dem örtlichen Klima auch eigentlich keine Probleme hätte haben sollen, zumal es auch keine besonders krassen Winter gegeben hat in der Zeit, wird als Grund wirklich
mit ziemlicher Sicherheit angenommen, dass er halt einfach von irgendwelchen erbosten Österreichern totgeschossen worden ist. Also sprich gewildert wurde. Das ist ja auch so ein Faktor, der beim Wolf eine gewisse Rolle spielt. Wir haben zu wenig alteingesessene Jäger. Das hat in Österreich nochmal eine ganz andere Tradition. Also die Tradition, die Jagdtradition ist ähnlich, die österreichische und die deutsche, die ganz traditionelle Sicht. Allerdings gibt es bei uns, glaube ich, doch ein bisschen weniger die Möglichkeit, auch schlicht und ergreifend, als Jäger zu tun zu lassen, was man lustig ist. Das wird schon noch mal ein bisschen mehr kontrolliert. Es gibt auch weniger abgelegene Regionen. Genau in diesen abgelegenen Regionen sitzen halt eben auch die Bären bzw. saßen da. Und deswegen war da die Möglichkeit für einen illegalen Abschuss der Bären doch durchaus entsprechend gegeben, und dazu ist es dann eben vermutlich nach aktuellem Stand der Ursachenforschung auch in größeren Umfang gekommen. Denn, das muss man noch dazu sagen, so eine richtig tolle Begeisterung bei der Bevölkerung für das Bärenprojekt in Österreich ist wohl auch nie so richtig aufgekommen. Schwer zu sagen, als derjenige, der nicht da wohnt und das nicht so hundertprozentig mitbekommen hat und das hinterher jetzt noch irgendwie recherchieren, ist gar nicht so einfach. Tatsächlich ist die einzige Quelle, die da einiges drüber schreibt, Wikipedia. Und ansonsten ist es ziemlich schwierig, da noch mal ein bisschen Näheres dann eben entsprechend rauszufinden, was jetzt auch nicht allzu sehr von entsprechender Propaganda für oder gegen den Bär durchseucht ist. Ja, schade. Beziehungsweise ist halt jetzt so. Ne? Dann Rumänien, die Karpaten insbesondere. Da gibt es ja Wildtiere ohne Ende. Da gibt es alles, was es irgendwie da geben kann, immer noch in großer Zahl. Und dazu gehört natürlich eben auch der Bär. Ungefähr 1000 plus x Exemplare, was für die Größe des Gebiets durchaus eine sehr ordentliche Population ist. Wir reden ja beim Bär von einem sehr großen Prädator. Sprich, der braucht auch entsprechend viel Platz und entsprechend viel Fläche, wo er Nahrung finden kann. Nur bei wirklich luxuriösen Lebensbedingungen, wie eben auf Kodiak, der entsprechenden Insel mit dem Kodiakbär, wo die Lachse in das Maul fliegen sozusagen, da haben die wirklich ein geringfügiges Streifgebietgröße und 20 Quadratkilometer oder irgendwie so was, ne, auf Kodiak. Zum Vergleich kann so ein zentralalaskanischer Braunbär irgendwo mitten in der Pampa in Alaska, so im Tundra-Randbereich vielleicht, der kann locker mal 800 Quadratkilometer grobes Streifgebiet haben. Und das, nur mal so zum Vergleich, ist 8-mal der Nationalpark Schwarzwald. Fand ich eigentlich ganz interessant, dass ich mir das mal so ein bisschen vergleichstechnisch ausgerechnet habe. Weil der hat sowas roundabout um die 100 Quadratmeter. Das heißt, man würde einen Achtel Braunbär, wenn es die gleichen Lebensbedingungen wären, was ja nicht der Fall ist, aber sonst würde man einen Achtel Braunbär in den Nationalpark Schwarzwald reinbekommen. Das nun mal so als kleine Randinformation zur Frage, ob man den Braunbär in Deutschland ansiedeln könnte. Ja. Was haben wir denn hier noch für schöne Länder? Ich habe es mir extra aufgeschrieben. In Italien gibt es 2 Gruppen Bären, A30 Tiere. Einmal in den Alpen und einmal in den Abruzzen, wenn ich das richtig notiert habe. Die haben so ein wenig zu kämpfen, ist auch wieder so ein bisschen ein Problem mit der Akzeptanz durch die örtliche Bevölkerung, also wieder ein politisches Problem. Ansonsten könnten die da schon jeweils leben. Ob da Platz für viel mehr Bären jeweils ist in den jeweiligen abgelegenen Regionen, wo sie vorkommen, das ist so eine Frage. Und 30 Tiere ist halt auf die Dauer eine nicht reproduktionsfähige Größe. Die werden dann an Inzest vermutlich früher oder später dann mal irgendwann zugrunde gehen. Allerdings eher doch tatsächlich ziemlich später, da so ein Bär auch sehr alt wird, eine sehr geringe Reproduktionsrate hat, und dann könnte das schon eine Weile dauern. Die Frage ist halt, macht es denn Sinn zu versuchen, solche Bärenpopulationen, die eigentlich zu klein sind, für eine stabile Population überhaupt aufrechtzuerhalten? Kann man nicht vielleicht auch sagen, dann haben es die Österreicher ja vielleicht doch gar nicht so schlecht gemacht, dass ihr Bärenprojekt gescheitert ist, weil sie hätten wahrscheinlich auch nur eine maximal 40 Tiere Population dahin bekommen, wo sie dann halt eben entsprechend gelebt hat, wäre also auch auf die Dauer nicht reproduktionsfähig gewesen.
schwer zu sagen, kann man sich streiten, dürfen wir gerne in den Kommentaren tun, wenn sich dazu jemand äußern möchte. In Frankreich gibt es ca. 10 bis 20 ausgewilderte Exemplare in den Pyrenäen, sprich, die sind da wohl gerade immer noch dabei, ein Bärenprojekt in den Pyrenäen umzusetzen. Scheint relativ gut zu funktionieren, aber Näheres weiß man nicht, also zumindest ich nicht. Spanien hat 1000, hat ungefähr 160 auf mehrere Gebiete verteilt, unter anderem auch wieder in den Pyrenäen auf der spanischen Seite. Allerdings sind die auch wieder ziemlich umstritten und ob man die braucht, ist wieder so die Frage. Eigentlich erstaunlich, dass gerade in Spanien, so einem Land, wo man sich eigentlich den Braunbär nicht vorstellt, doch vergleichsweise viele davon dann noch leben. In der Slowakei, die sind gut ausgestattet, die haben 700 bis 900, so irgendwas. Polen hat 80 Stück. Polen ist ja auch schon durchaus ziemlich dicht besiedelt inzwischen, vergleichsweise, verglichen mit früher. Aber doch immerhin noch 80 Wildlebende und gar nicht so sehr in einer bestimmten Region, sondern noch so einigermaßen verteilt. Das ist also durchaus dann auch schon eine Population, zumal ja noch eine Zuwanderung oder Abwanderung in andere osteuropäische Länder möglich ist. Eine Population, wo man schon davon ausgehen könnte, dass die sich halten könnte, wenn die Polen dann wollen. Das ist ja nochmal eine andere Frage. Ja, Schweden habe ich schon gesagt, maximal 3000, das haut rein. Finnland hat auch nochmal viele, um die 500 bis 700, so irgendwie sowas. Im Baltikum habe ich mir nur aufgeschrieben, viele, ne? Weil das sind ja kleine Länder. So ein Bär kann, wenn er möchte, sehr weite Strecken wandern und da interessieren die Landesgrenzen wirklich nicht. Also Weißrussland, hier, wie heißt es denn? Estland und Litauen, gerade in dieser Ecke, natürlich zusammen mit dem richtigen Russland selbstverständlich, da sind einige Bären unterwegs da hinten in der Ecke. Also wirklich so einige, da geht es denen noch vergleichsweise gut, weil halt doch eher vergleichsweise dünne Besiedlungen, die wurden da auch nie nennenswert bekämpft. Die Mühe hat man sich nicht groß gemacht, auch nicht von staatlicher oder organisatorischer Seite her. Und dann kommen wir nämlich auch schon zu Russland generell. Russland hat als Land gesehen, insbesondere wenn man die ehemaligen UdSSR-Staaten noch so ein bisschen mit ranzieht und die Grenzregionen quasi noch mit einbezieht, dann hat Russland die mit Abstand größte Bärenpopulation, die es gibt, nämlich so um die 130.000 nach letztem Stand, als man das untersucht hat. Das Problem ist nur, dass man das untersucht hat, ist eine ganze Weile her. Wir dürfen uns also ziemlich sicher sein, dass das wie überall sonst auch, gerade wenn es noch viele von einem großen Wildtier gab, mit Sicherheit jetzt nicht mehr geworden sind. Ne? Da gibt es ja sehr wenige Ausnahmen, wo sich ein großes Wildtier aufgrund effektivster und strengster Naturschutzmaßnahmen entsprechend noch mal ein bisschen vermehren konnte. Im Regelfall werden die alle weniger. Dazu gehört auch der Bär. Tendenziell werden das immer weniger. Das wird auch mit Sicherheit in Russland so der Fall gewesen sein, beziehungsweise der Fall sein, aktuell auch noch. Und dass das wirklich noch 130.000 sind, wage ich zu bezweifeln. Andererseits viel, viel, viel weniger sind es vermutlich auch nicht geworden, weil der Braunbär profitiert tendenziell vom Klimawandel, weil dem sein Lebensraum ja nach Norden durch Eis und Schnee begrenzt war und jetzt durch Rückgang von Eis und Schnee neuer Lebensraum dazukommt. Also der normale Braunbär, nicht der Eisbär, der ist eigentlich tendenziell als Art eher ein Gewinner des Klimawandels. Deswegen echt schwer zu sagen, wie es dem sibirischen Braunbär gerade so geht. Wirklich schwer zu sagen, aber weniger als 120.000 ist er bestimmt nicht geworden, weil so ein Bär lebt eben, wie gesagt, sehr lange, ist sehr widerstandsfähig, hat keine natürlichen Feinde. Und ich kann mir nicht vorstellen, warum jetzt die Russen plötzlich auf einmal auf alle auf die Idee kommen sollten, massenweise Bären zu schießen. Und zwar richtig massenweise. So. Und dann haben wir noch das Amiland. Und da gibt es in der Zentral-USA, sage ich jetzt mal grob, in den Nationalparken ja auch bekanntlich Bären. Das sind aber vergleichsweise wenige. Da kann man vielleicht, wenn man die ganzen Nationalparke und diese ganzen Naturschutzparks, die sie da haben, zusammenfasst, so von ungefähr 1000 Bären sprechen. Anders sieht es in Alaska und Kanada aus. Die haben beide zusammen ca. 55.000 Tiere, insbesondere in den sehr abgelegenen Gebieten. Und natürlich die Spezial-Sondersituation auf der Insel Kodiak, die ja dafür auch berühmt ist. So,
Dann können wir uns nochmal überlegen, was für ein Lebensraum hat denn so ein Braunbär? Wie sieht denn so ein Lebensraum aus? Und jetzt muss ich einen Schnitt machen, weil mir die Kamera sowieso gleich einen macht. Der Braunbär ist wie jedes intelligente, insbesondere Raubtier, enorm anpassungsfähig, auch was seinen Lebensraum angeht. Der kann also leben in der Steppe bis im Wald. Der europäische Braunbär ist überwiegend ein Waldbär. Ganz so weit ins Hochgebirge hoch möchte der auch nicht. Da findet er dann auch nicht mehr allzu viel zu fressen, sondern bleibt dann tendenziell eher in Waldgebieten. Den Braunbär, den es in Deutschland mal gegeben hat, bevor wir ihn eben entsprechend ausgerottet haben, war mit Sicherheit auch eher ein Waldbewohner. Allein schon aus Grund von Schutz und Deckung und der Möglichkeit, sich Höhlen anzulegen. Denn das ist noch ein wesentliches Kriterium an den Lebensraum, das der Braunbär eben hat. Er braucht die Möglichkeit, irgendwo entweder Höhlen graben zu können oder eben schon natürlich vorhandene Höhlen. Die nützt er dann auch ganz gerne, wenn er so irgendwelche kleinen Höhlchen in irgendwelchen Felsspalten oder Ähnlichem finden kann. Das polstert er sich dann gerne mal noch ein wenig aus, um da dann gemütlich eben sich zur Winterruhe zurückzuziehen. Winterruhe kommt später noch, darf ich sie nicht allzu sehr den roten Faden verlassen. Ne? Also Wald macht er gerne, er macht aber auch gerne Steppe. Er kann auch sehr gut schwimmen, ist also auch in Regionen mit vielen Flüssen ganz durchaus zufrieden zu Hause. Er kann beim Schwimmen auch schon durchaus mal ein bisschen was Essbares aufsammeln, wenn er dann halt irgendwie was Leckeres findet. Ja, das sind so die Möglichkeiten, die dem Braunbär zur Verfügung stehen. Und er ist nicht sehr standortstreu. Das soll heißen, er kann auch durchaus mal größere Wanderungen antreten von mehreren hundert Kilometern, wenn er der Meinung ist, dass da drüben an der anderen Küste, bei dem anderen Ozean, vielleicht irgendwie was Leckereres zu fressen gibt. Könnte ja mal sein, dass er das irgendwie spitz bekommen hat. Dass er jetzt mehrere hundert Kilometer weit riechen kann, wage ich zwar zu bezweifeln, auch wenn es da möglicherweise Indianer geben mag, die der Meinung sind, ihm das durchaus zuzutrauen. Ja, wer weiß es. Ja, und dann schauen wir uns mal an, was so ein Braunbär so den ganzen Tag so treibt. Also der bärt halt in der Gegend rum. So, und das beinhaltet eine vorwiegend nächtliche Aktivität. Allerdings muss man sagen, vorwiegend nächtlich. Das ist sehr stark variabel. Als Tier, das nicht besonders auf Sehen angewiesen ist, könnte man vermuten, dass er natürlicherweise gerne nachts unterwegs ist. Gerade der nördliche Braunbär ist möglicherweise deswegen gerne nachts unterwegs, weil einfach die nervende Insektendichte des Nachts ein wenig niedriger ist. Die gibt es dann zwar trotzdem immer noch, aber es schwirren doch weniger davon in der Gegend rum als tagsüber. Wenn man also tagsüber die Möglichkeit hat, sich vielleicht die Pfote auf die Nase zu legen und dann irgendwie so versteckelt irgendwo rumzuliegen, um nicht allzu sehr von den ganzen Quälgeistern genervt zu werden, könnte ich mir schon vorstellen, dass solange er genug zu futtern findet, er diese Möglichkeit in Anspruch nimmt. Allerdings kann man feststellen, dass gerade im Sommer sie gerne tagsaktiv sind und gerade im hohen Norden müssen sie ja im Sommer tagaktiv sein, weil da gibt es ja gar keine Nacht, in der sie aktiv sein könnten. Das kommt natürlich noch erschwerend dazu, was man bei solchen Tag-Nacht-Aktivitäten nochmal beachten muss. Allerdings ist der Bär auch durchaus ein sehr störungsanfälliges Tier, soll heißen, wenn er in bewohnten Gebieten vorkommt oder in der Nähe von bewohnten Gebieten, wo dann hin und wieder mal mit Waldtouristen und Ähnlichem zu rechnen ist, dann zeigt er, wie man inzwischen auch gerade neulich mal wieder bestätigt hat, in einer groß angelegten Studie, dass er sehr dazu neigt, durch uns Menschen bzw. unseren Naturtourismus in Anführungszeichen gerne mal auf Nachtaktivität umzusteigen. Jetzt ist allerdings die Frage, ist das schlimm oder ist das nicht schlimm? Gerade bei einem so anpassungsfähigen Tier wie dem Braunbär würde ich jetzt einfach mal behaupten, dass das eigentlich nichts macht. Also das sollte jetzt keine nennenswerten größeren Nachteile für den Braunbär mit sich bringen, weil er orientiert sich eben tatsächlich ganz großen Teils olfaktorisch. Der rennt jetzt nicht gegen den Baum, so gut sieht er auch noch. Wir würden ein nachtlächtig im Wald jetzt auch nicht direkt gegen den Baum rennen oder sonst wie. Also er kommt da schon noch ganz gut von A nach B. Gerade großräumliche Navigation ist mit so einem Riechkolben, Kolben der Superklasse, wahrscheinlich auch gar nicht so schwer und dann hört er ja auch noch so gut und so weiter und so fort. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass der nennenswerte Probleme hat. Trotzdem muss man sagen, eine zunehmende Nachtaktivität beim Braunbär könnte durchaus eben anthropogene Ursachen durch eben die Störung des Selbrigen zur Folge haben. Ne? Möglicherweise. Nochmal betonen, der schwimmt auch sehr gut, also das stellt auch kein Hindernis für ihn dar, wenn er dann eben entsprechend unterwegs ist.
gerade auch im Herbst, schwenkt er nochmal gerne auf Tagaktivität um, weil er da generell einfach sein Aktivitätsmuster generell erhöht. Er schläft weniger, er rennt mehr rum, er muss sich ordentlich Fettschicht für den Winter entsprechend anfressen. Ja, und die Aktivität im Winter, die beträgt je nach Region, in der wir uns befinden, null bis ein bisschen was. Winterruhe macht er auf jeden Fall da, wo es einen krassen Winter gibt, das immer. Die kann aber auch sehr kurz ausfallen, wäre in Deutschland wahrscheinlich der Fall, oder gänzlich ausfallen, wie zum Beispiel bei der spanischen Population, ne? Wenn sie jetzt mal aus den Pyrenäen rauskommen würde und auch die afrikanische Population, die es ja mal gegeben hat, hat, soweit wir das beurteilen können, vermutlich keine Winterruhe gehalten. Auch die südchinesische, also südlicheres China-Population tut das vermutlich nicht, soweit wir das gerade überschauen können. So, dann ist er so relativ langsam unterwegs, unser Herr Braunbär. Der trottet so gemütlich durch die Gegend. Dem kann ja keiner was. Das muss man vielleicht gerade an dieser Stelle noch hinzufügen. Das weiß der Bär auch. Dem ist also schon klar, was für ein Riesenviech der ist. Und dass es keine natürlichen Feinde für ihn gibt, es sei denn möglicherweise andere Bären. Bären sind zueinander nicht unbedingt immer besonders freundlich. Also so ein Bär ist generell so vom Charakter her aus ethisch-moralischer Sicht zum Teil ein ziemlicher Arsch, muss man schon so sagen. Und deswegen vertragen die sich untereinander unter Umständen auch nicht so gut. Deswegen auch gleich mal wesentlich zur Lebensweise von so einem Bär, was der so treibt. Die sind alle Einzelgänger, es sei denn Mutter mit Nachwuchs und kurze Zeit nach der jungen Aufzucht, aber das ist ein selten beobachtetes Phänomen, kann aber schon mal vorkommen, dass die Geschwister noch eine Weile zusammen ihr Unwesen treiben und auch noch ein bisschen miteinander spielen und dann erst in einem Alter, Gesamtalter von vielleicht ungefähr 5 Jahren auseinandergehen, ne? Oder auch vielleicht schon mit 4. Tendenziell vielleicht auch erst mit 6. So ein Braunbär kann potenziell sehr, sehr alt werden. In Gefangenschaft geht man davon aus, dass sie ca. 50 Jahre erreichen könnten. In der freien Wildbahn, aufgrund des Fehlens natürlicher Feinde, bei guter Nahrungsversorgung. Das ist so der Hauptgrund, weshalb sie dann mal eben doch den natürlichen Tod dann sterben, werden sie locker so 20 bis 30. Da mag es aber auch durchaus auch schon ältere Exemplare gegeben haben bei entsprechend guter Nahrungsversorgung. Das ist immer noch so der springende Punkt. Ja, dann ist ja die Sache mit der Winterruhe. Da können wir auch gleich mal kurz drauf eingehen. Viele Tiere, die einen richtigen Winterschlaf halten, sind dann quasi völlig weg vom Fenster. Also die kann man dann sozusagen aus ihrer Höhle rausholen, auf der Hand heben, zur Kenntnis nehmen, dass sie da sind, wieder in ihre Höhle reinsetzen und die wachen davon nicht auf. Ein beliebtes Beispiel sind Siebenschläfer, Baumschläfer, die Haselmaus. Das ist auch so ein Bilch, also die nennt man Bilche, diese ganzen Schläfertiere, sage ich jetzt mal vorsichtig. Die halten ja wirklich einen krassen Winterschlaf und sind dann völlig weggetreten. Bei denen reduziert sich auch im Regelfall die Körpertemperatur deutlich. Das ist beim Bär nicht so. Der reduziert zwar deutlich seinen Herzschlag, auch deutlich seine Atemfrequenz, also deutlich, also bestimmt 40-50%, irgendwie sowas. Ist aber auch schwer genau festzumachen, ist auch nicht so wichtig. Jedenfalls, das reduziert sich alles deutlich. Er trinkt nicht, er isst nicht, er wacht zwischendrin, der Mann zumindest, wacht zwischendrin auch nicht auf. Und uriniert auch nicht, beziehungsweise scheidet auch sonst nichts aus. Was übrigens relativ schwierig für den Körper ist, weil ja normalerweise das Giftstoffe sind, die da entsprechend abgegeben werden müssen, Harnsäuren und solche Späße. Der Bär hat dafür einen Extrastoffwechselkreislauf, der eben entsprechend die Dinge, die normalerweise über den Urin ausgeschieden werden, nochmal anders umbaut und zu harmlosen Aminosäuren umbaut. Wie das genau funktioniert, würde mich mal interessieren, aber da habe ich auch wieder zu wenig Literatur zugefunden, aber er kann das jedenfalls. Das heißt, der macht nichts bei Winterruhe. Deswegen ist es ein bisschen fragwürdig, ob das jetzt nun ein Winterschlaf oder eine Winterruhe ist. Das ist so ein bisschen ein fließender Übergang. Ich persönlich würde fast sagen, wenn jemand behauptet, der Braunbär macht Winterschlaf, insbesondere bei den nördlichen Exemplaren, dann würde ich sagen, yo, stimmt, würde ich nicht widersprechen und auf Winterruhe bestehen, weil der Übergang, das ist jetzt wirklich nur noch eine Definitionsfrage. Gut, jedenfalls braucht er da dann halt eben nichts. Das Ganze kann dauern von Oktober bis April,
teilweise sogar bis Mai, je nachdem, wo der halt eben entsprechend wohnt. Sonst von Dezember bis Februar, also vergleichsweise kurze Zeit, auch vorstellbar, Anfang März spätestens. Also gerade bei unseren Breiten, als es früher noch härtere Winter gab, werden die Bären, die es in Deutschland gegeben hat, schon eine Winterruhe gehalten haben, aber vermutlich wirklich eher Dezember bis Ende Februar, Anfang März, so irgendwas um den Dreh, vielleicht Anfang Dezember bereits angefangen haben. Irgendwie sowas. Nahrungsversorgungssituation für Bär ist bei uns ganz in Ordnung, ist nicht toll. Dafür haben wir zu wenig Bären. Also dass die Bären auch alle nach Bär heißen, also Blaubär, Blaubeere, Himbeere, Johannisbeere und so weiter. Das kommt nicht von ungefähr, dass die alle so heißen, ne? Was sie nicht tun. Aber Bären mögen tatsächlich Beeren sehr gerne. Das stellt einen Großteil ihrer Nahrung dar in den meisten der Lebensräume, wo sie vorkommen. Und wäre bei uns wahrscheinlich auch so gewesen. Aber so furchtbar viele davon haben wir dann auch wieder nicht. Es könnte schon sein, dass ein Braunbär, der bei uns in den Wäldern sein Unwesen treibt, einen deutlich höheren Anteil an fleischlicher Nahrung zu sich genommen hat, als das der weltweite Durchschnittsbraunbär tut. Der weltweite Durchschnittsbraunbär ist nämlich so circa 80 zu 20 Vegetarier. Ungefähr. Ich könnte mir vorstellen, dass unser Waldbraunbär eher so ein 60-40 verhält, also 60 vegetarisch, 40 fleischlich Verhältnis an den Tag gelegt hätte. So genau weiß das aber keiner mehr, weil der ist ja schon eine ganze Weile ausgestorben und damals, als es ihn noch gab, hat das keiner untersucht. Jedenfalls müssen sie dann im Herbst saumäßig viel fressen, um ihre Winterruhe wunderbar überstehen zu können. Das ist ja kein Problem, wenn man auf Kodiak wohnt, wo einem, wie schon erwähnt, die Lachse in den Mund springen. Hat ja jeder schon mal gesehen, so eine Doku, wo die Bären Lachse fischen. Das brauche ich jetzt niemandem erzählen. Das hat wirklich jeder von euch garantiert schon mal gesehen. Da bin ich absolut von überzeugt. Deswegen kommt das Bärenvideo auch so spät, weil dazu gibt es ja schon Filmmaterial noch und nöcher. Das heißt, Bildmaterial woanders holen, bei mir Sachinformationen, wenn es dann eben entsprechend notwendig ist. So ein Bau, vielleicht kommt man zum Bau, das hatte ich ja schon erwähnt, der wird entweder selbst gebuddelt oder es werden natürliche Felsspalten, Höhlen oder sonstiges genutzt. Selbstbuddeln ist aber tatsächlich die Regel. Also der sucht nicht unglaublich lange rum. So ein Bär kann mit seinen Tatzen schon vergleichsweise gut mal eben schnell eine Höhle ausbuddeln. Kräftig genug ist der ja auch. Alles also überhaupt kein Problem, sich da ein kleines Höhlchen irgendwo hinzugraben. Und geschickt genug ist er auch. So, dann können wir noch ein paar Takte zum Revier eines Braunbären verlieren und als allererstes müssen wir dann darauf hinweisen, ein Revier hat der nicht. Der hat ein Streifgebiet, in dem er standortstreu sein kann, also ein grobes Gebiet, wo er ungefähr unterwegs ist. Das verteidigt er im Regelfall gar nicht gegen Artgenossen. Wenn da halt wer anders vorbeikommt, man trifft sich unterwegs, dann knurrt man sich kurz an, dann geht man wieder auseinander. Möglicherweise kommt es noch zu etwas härteren Auseinandersetzungen. Männliche Bären untereinander in der Paarungszeit wollen sich schon gegenseitig demonstrieren, wer der Stärkere ist. Da kann es durchaus zu Kämpfen kommen und das ist auch gar nicht so selten. Aber jetzt so im normalen Alltagsbetrieb kann es schon mal sein, dass am gleichen Fluss ein ganzer Haufen von Bären auftaucht. Insbesondere das kann man auch wieder in Alaska wunderschön beobachten. Und die sich eigentlich ziemlich ignorieren gegenseitig. Solange genug für alle da ist, ist ja nicht notwendig, jetzt da hier irgendwie den großen Streit vom Zaun zu brechen. Also obwohl er manchmal ein ziemliches Arschloch sein kann, ist er in manchen Fällen dann auch wieder ein relativ friedlicher Bär, der Bär. Jedenfalls hatte ich ja schon gesagt, das kann bis zu 800 Quadratkilometer groß sein, so ein Streifgebiet. Und dann kommt halt eben noch erschwerend dazu, dass sie dann immer noch beschließen können, dass sie jetzt mal eine Wanderung von ein paar hundert Kilometern in Richtung XY machen, weil sie aus irgendwelchen Gründen das Gefühl haben, dass das Gras da grüner ist. Beziehungsweise die Beeren größer und leckerer und saftiger oder sowas. Oder die Bärinnen. Ja, zum Sozialverhalten der Bären vielleicht noch hinzuzufügen, dass sie fast keins haben. Also wirklich bloß in der Paarungszeit kommt es zu freundlichen Annäherungen zwischen Bär und Bärin. Ein freundliches Annäherungsgeräusch, das dann so Bären machen können, also beide Geschlechter, klingt ungefähr so.
nur halt durch die Bärennase geschnaubt. Also so ein kurzes, abgehacktes Schnaub, 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 Schnaub. Sagen tun die in dem Sinn nichts, also ein Geräusch aktiver Art produzieren, das über lautes Atmen hinausgeht, außer sie wollen jemanden verscheuchen, wollen angreifen oder sind sonst irgendwie aggressiv. Also sämtliche Lautäußerungen, die über Luft durch die Nase pusten, hinausgehen, die man von einem Braunbär hören kann, bedeuten, immer, insbesondere wenn man sie live hört, dass man schleunigst über sein Leben nachdenken sollte und sich mal ganz vorsichtig bitte wieder dahin zurückzieht, wo man hergekommen ist, sonst kann das nämlich sehr böse entsprechend enden. Ne? Was habe ich hier noch aufgeschrieben? Ja, weitere Kommunikation von Bär zu Bär findet dann vor allen Dingen durch Duftmarkierungen im Streifgebiet statt. Das soll aber wahrscheinlich eher mehr bedeuten, ich bin hier, wer ist noch hier? Und einfach, damit man sich so groben Überblick verschafft, wer noch so in der Gegend unterwegs ist, weil die Streifgebiete ja sehr stark überlappen können und wie gesagt auch nicht nennenswert verteidigt werden. Vielleicht hat das auch eher mehr was damit zu tun, dass die Weibchen wissen, welche unglaublich starken Männchen in der Gegend unterwegs sind und umgekehrt. Apropos Weibchen, die sind ja nur sehr selten überhaupt empfängnisbereit, weil sie, wenn sie ihre Jungen erstmal haben, so lange nicht empfängnisbereit werden, bis die Jungen sozusagen abgestillt und entwöhnt und weggejagt sind. Erst dann ist wieder Zeit für neue Jungen. Und damit dieser Prozess schneller geht, ne, dass die Bärin wieder empfängnisbereit wird, wovon der Bär ja was hat, weil A, will er sich natürlich auch fortpflanzen und B, ist man ja von der Natur als männliches Wesen mit so gewissen Bedürfnissen ausgestattet worden, also gilt für die allermeisten Spezies, die allermeisten, vielleicht ausgenommen Bakterien oder solche Sachen, dass man da irgendwie das Bedürfnis hat, sich zu paaren. Ne? So, und das kann bei Bären dann halt leider Gottes so weit gehen, dass sie dann gerne mal den Nachwuchs anderer Bären, aus irgendwelchen Gründen können sie meistens unterscheiden, ob der Nachwuchs von ihnen ist oder von anderen Bären, gerne mal töten. Ne? Deswegen wird die Bärin, sofern sie führend ist und mit den Jungen unterwegs ist, anderen Bären größtenteils ziemlich intensiv aus dem Weg gehen. Und auch das kann man inzwischen in 26 verschiedenen Bär-Dokus entsprechend sehen und beobachten, dieses Verhalten. Und teilweise leider auch recht erschreckende Szenen, wo der Bär dann auch mal die Bärenjungen tatsächlich bekommen hat und sie dann plötzlich wieder ohne Nachwuchs dasteht. Allerdings aufgrund dessen, weil die Natur halt nun mal grausam ist und da nicht viel Zeit ist für Trauer und solche Sachen, relativ bald darauf auch wieder läufig wird und dann möglicherweise mit demselben Bär, der ihren Nachwuchs getötet hat, neuen Nachwuchs produziert. Dramatisch, aber ist so. Ja, das war eigentlich wieder mal vorweggegriffen. Ich wollte ja eigentlich erzählen, was frisst so ein Bär und ich hatte es ja auch schon angerissen. Überwiegend tatsächlich pflanzliche Kost, allen voran Beeren. Er kann auch Knospen, zarte Pflanzenteile mit einer hohen Nährstoffkonzentration, gerne auch Insekten, wenn er kriegen kann, Mäuschen, wenn er kriegen kann. Und je nach Region, wo der Bär wohnt, dann halt einen unterschiedlich hohen Anteil an Fleisch, wo er dann auch mal ein bisschen jagen geht. Er ist kein sehr guter Jäger. Er kriegt generell nicht die schnellsten, nicht die stärksten, sondern ist so wirklich absolut deutlicher, wenn er jagen geht, selektiver Jäger, der sich immer die schwächsten und kränksten Tiere entsprechend aus der Population raussucht, muss er auch, weil er halt eben kein besonders guter Jäger ist. So ein Bär ist ein Generalist, der kann alles ein bisschen, aber es gibt jetzt nicht so viele Sachen, die er absolut ultimativ toll kann, die kein anderer besser können würde, aber dafür kann er halt eben entsprechend alles ein wenig und ist dazu nur so groß und stark, dass ihm keiner was tun kann. Schon eigentlich ein ganz gutes Konzept und man sieht es auch am großen Verbreitungsgebiet vom Braunbär, dass er mit diesem Konzept auch im Grunde sehr gut fährt. Wenn da jetzt nicht dieses andere Wesen namens Homo sapiens wäre, dann gäbe es den ja auch nochmal in einem etwas größeren Verbreitungsgebiet. Es spricht aber auch wieder für den Bär, muss man sagen, dass er so anpassungsfähig ist, dass er immer noch im Großteil seines natürlichen Verbreitungsgebiets vorkommt, obwohl er schon seit Jahrhunderten potenziell bei uns nicht so gern gesehen ist. Ne? Seit wir Viehhaltung haben, haben wir jetzt nicht unbedingt so wahnsinnig viel Spaß, wenn der Bär eben dran wohnt. Und Viehhaltung haben wir ja schon seit der Jungsteinzeit. Von daher
eigentlich erstaunlich, wie viel Bär es noch gibt. Und das spricht dann wieder eben für dessen Anpassungsfähigkeit. Sucht euch irgendwas aus, was uns als Mensch schmecken könnte. Das mag auch der Bär. Also jede Form von Menschenfutter wird der Bär auch mögen. Es kommt außerdem noch erschwerend dazu, dass der Bär genau wie wir ein Omnivore ist. Sprich, der frisst quasi einfach alles, was er irgendwie kriegen kann. Bei uns ja auch so. Wir können auch so ziemlich alles zu uns nehmen. Mit der Einschränkung, dass wir keine Zellulose abbauen können. Das kann auch der Bär nicht. Sollte man also sein Survival-Handbuch vergessen haben, aber in der Nähe von einem Bär mit dem Flugzeug abgestürzt sein, dann kann man dem Bär zugucken, was der Bär so alles frisst. Was der Bär frisst, können wir im Regelfall auch fressen. Gut, zugegeben ist der Bärenmagen wahrscheinlich noch mal ein bisschen robuster als unserer. Wenn der Bär also irgendwelches Aas futtert, das schon etwas merkwürdig riecht für unsere Nase, wäre es nicht unbedingt eine ganz gute Idee, ihm das jetzt auch noch nachzumachen. Aber insbesondere was die pflanzliche Kost angeht, können wir das meiste auch verdauen, was der Bär verdauen kann. Der hat nämlich eben keinen erweiterten Blinddarm, großen Blinddarm. Ich glaube, er hat sogar gar keinen. Er hat keinen besonders super ultra langen Darm. Der ist eigentlich eher kurz. Nur irgend sowas um die 8 bis 12 Meter oder sowas. Haben wir auch so ungefähr. Also wirklich nichts Besonderes. Und das für so ein Riesentier. Hat auch keinen Pansen oder sonstige Hilfe von irgendwelchen nahrungszersetzenden Bakterien, wie das zum Beispiel beim Reh oder beim Hirsch, also Rothirsch, der Fall wäre. Ne? Also so ein Bär, nicht sehr, sehr darauf spezialisiert, besondere Nahrung zu zersetzen, sondern die einfach verdaulichen Dinge, die holt er sich. Und die holt er sich halt eben in entsprechend großen Mengen und da so ziemlich alles, was er in irgendeiner Form kriegen kann. Damit kann man, glaube ich, ganz gut umschreiben, was so ein Bär alles futtert. Und ja, natürlich mag der auch Honig. Ein Bär kann auch süß schmecken. Das ist längst nicht bei jedem Tier der Fall. Und süß schmecken bedeutet, deswegen mögen wir ja auch so gerne süß, hoher Energiegehalt in der Nahrung, unglaublich effiziente Nahrung, hohes Kalorien-zu-Gewicht-Verhältnis, ist für Tiere ja sowieso auch wahnsinnig wichtig, ist für uns auch wichtig, wenn wir in der Natur überleben wollen. Daheim in der Zivilisation ist eher andersrum sinnvoll, aber wenn man überleben muss, dann hohes Kalorien-zu-Gewicht-Verhältnis auf jeden Fall gut. Und der Bär weiß das eben entsprechend auch und hat deswegen auch dieses Tool, in Anführungszeichen, süß schmecken zu können, mitgegeben bekommen. Deswegen steht der halt auf Honig ohne Ende und wenn er irgendwo Honig kriegen kann, dann holt er sich auch Honig und frisst die Bienenlarven selbstverständlich mit und kaut dann auf dem Wachs rum und vielleicht schluckt das mit runter, vielleicht spuckt das aus, ich weiß es nicht. Wachs runterschlucken ist ja nicht weiter schlimm, das kommt ja am anderen Ende wieder durch. Von daher... Vielleicht sollte man jetzt noch erwähnen, wenn der Bär jagen geht und tatsächlich sein Opfer einholt, was gar nicht so unwahrscheinlich ist, weil über kurze Strecken kann so ein Bär auch mal schnell 50 km/h erreichen. Und wenn er dann zum Beispiel einen Hirsch jagt, der schon ein bisschen älter ist und nicht mehr so gut zu Fuß, dann kann man sich auch schon vorstellen, dass er den dann auch entsprechend kriegt. So. Und das mit den 50 km/h merken wir uns, falls wir auf die Idee kommen, vom Bär wegrennen zu wollen, wenn er ankommt. Nur so am Rande angemerkt. Und wenn er ihn dann kriegt, ist das eine relativ brutale Angelegenheit, weil der Bär dazu neigt, seine Opfer mittels Prankenhieben zu töten, indem der einfach mal auf den Rücken haut, ne? So ein langgezogenes Tier, so Reh, Hirsch, etc., Wildschwein, theoretisch holt er sich eher weniger. Bei uns wäre das eine Möglichkeit, aber glaube ich eher weniger, dass er da dann nennenswert rankommt. Aber da haut er dann einmal drauf, buff, und dann sind die sozusagen platt. Also Wirbelsäule gebrochen, Rippen gebrochen und so weiter und so fort. Recht brutale Methode, sein Opfer tot zu kriegen, aber effizient. Es kann auch schon mal sein, dass der natürlich auch zubeißt. Kann er ja, kein Problem. Er hat ja entsprechenden Beißapparat dazu, hat er logischerweise auch. Und mit dem Kehlenbiss und so weiter und so fort wird der auch hin und wieder arbeiten. Aber ich finde es einfach bezeichnend, dass der Bär so stark ist, dass der einfach mit einem Prankenhieb sein Opfer tötet. Es gibt wenig Tiere im Tierreich, die das einfach mal mittels BÄM machen. Sehr, sehr wenig Tiere. Fast alle machen in irgendeiner, Raubtiere machen in irgendeiner Form einen Kehlbiss. Faszinierend. Brutal, aber faszinierend. So, zur Fortpflanzung, da hatte ich ja schon das eine oder andere angemerkt.
Der Bär ist ein super Beispiel für einen krassen K-Strategen. Ich hatte das schon in anderen Tiervideos erwähnt, es gibt K- und es gibt R-Strategen. R-Strategen viel Nachwuchs raushauen mit geringem Aufwand. Um den einzelnen Nachwuchs wird sich dann vergleichsweise nur kurz gekümmert und dann ist er auch schon selbstständig und kann wieder selber eigenen Nachwuchs produzieren. Die Chance, dass das einzelne Nachwuchsindividuum durchkommt bis ins Erwachsenenalter, ist allerdings vergleichsweise gering. Beispiel eine Wildsau, ein Karnickel, Mäuse, ne? Um jetzt einfach mal im Reich der Säugetiere zu bleiben. Das trifft auch auf so ziemlich jedes Insekt zu. Es gibt ein paar Ausnahmen, die vergleichsweise wenig Eier legen, also nicht 10.000 oder irgendwie sowas, sondern dann wirklich nur mal 10 oder was und dann noch eine gewisse Brutpflege betreiben, dass sie dann in der Nähe ihrer Eier bleiben und auf ihren Nachwuchs aufpassen, solange der noch ganz winzig klein ist und solche Sachen. Gibt es auch im Insektenbereich zum Beispiel oder auch bei verschiedenen sonstigen Tieren, die eigentlich jetzt nicht so weit entwickelt sind. Auch da gibt es K-Strategen für ihre Körpergröße, für ihren Lebensrhythmus. Aber bei einem Säugetier bedeutet K-Stratege tatsächlich wenige Nachkommen, also so 2 bis 3 im Regelfall. Aber die kriegt man dann auch meistens alle durch. Was allerdings eine Weile dauert. Denn so ein Bär paart sich im Mai bzw. im Juni. So ungefähr da dazwischen. So. Wenn dann überhaupt Paarungsbereitschaft bei der Bärin herrscht. Das ist ja halt eben nur dann der Fall, wenn sie gerade keinen Nachwuchs hat und dann auch nur einmal im Jahr und dann auch nur wenige Tage. So, Bären sind polygam, sprich die Bärinnen würden theoretisch jeden ranlassen, der da ankommt. Allerdings verhindern die Bären gerne, dass da jemand anders noch ankommt. Sprich, die bleiben ein paar Tage in der Nähe der Bärin, paaren sich immer wieder mit der und wenn irgendwer anders kommt und auffällt, kriegt er auf den Dez. Sonst wären die Bärinnen auch polygam. Also würden, wie gesagt, jeden ranlassen, der da kommt. Die Bären selber, wenn sie mit der einen Bärin fertig sind und mitkriegen in der anderen Richtung, da riecht es nochmal irgendwie verlockend nach einer anderen Bärin, dann gehen sie halt dahin und machen da nochmal das gleiche Spiel. Also irgendwelche großartige Romantik kommt da jetzt nicht so sehr auf. Interessant ist jetzt, dass so eine Bärin im Mai bzw. Juni jetzt erstmal nichts mit Eizellenreifung in der Gebärmutter anfangen kann. Es gibt also eine Keimruhe, das ist bei vielen Tieren der Fall, also das ist nicht sowas so Seltenes. Und das heißt, die Eizelle liegt da jetzt halt befruchtet rum, sozusagen in der Bärin und macht nichts. Erst im Winter beginnt die dann überhaupt zu keimen, beginnt erst die Zellteilung und das Embryonalwachstum. Während der Winterruhe setzt das quasi erst ein. Und im Laufe der Winterruhe, je nachdem wie lang die halt ist, sonst geht es schon ein bisschen früher los, nach gerade mal so 4 bis 6 Wochen, glaube ich, oder 6 bis 8 Wochen Tragzeit, was wirklich super gering ist für so ein großes Tier, gibt es dann halt so zwischen 1 und 4, theoretisch, meistens 2, selten mal 3, Bärenjunge, die winzig klein sind, also total unterentwickelte, wenig entwickelte Mini-Bärchen sozusagen. Ne? Nackig, blind, zu gar nichts in der Lage, außer zum Saugen an der Zitze. Davon hat ein Bär 6 Stück, 2 am Bauch, 1 im Brustbereich. Und ja, da sind die dann fleißig eben entsprechend am Nuckeln und wachsen und wachsen und wachsen und wachsen und wachsen. Und bis der Winterschlaf rum ist, sind es dann schon so kleine Teddys, die normalerweise dann auch mit einer gewissen Selbstständigkeit aus der Höhle rauskommen können und der Mutter hinterherrennen. So gesehen, durchaus schlau eingerichtet bei den Bären, ne? Weil bis dahin sind sie dann Nestflüchter, bis das Nest sozusagen aufgeht und vorher geht man sowieso nicht vor die Tür. Von daher eigentlich wirklich praktisch. Also an dieser Stelle noch der wesentliche Hinweis, aber darauf gehe ich noch separat ein. Bärendamen mit Nachwuchs sind so ziemlich das Gefährlichste, was man an Bär finden kann, weil die Grundaggressivität von denen schon relativ hoch ist. Sprich, wenn da irgendjemand kommt, könnte möglicherweise für unseren Nachwuchs gefährlich sein und eine Bärin weiß, dass sie eine Bärin ist und weiß damit auch, wie stark die ist und dass so ziemlich jedes andere Tier, was auf dem Planeten so rumkreucht, deren Scheiß kann. Deswegen könnte sie relativ schnell mal auf die Idee kommen, okay, der kann mir nichts, meinem Nachwuchs schon, also hau ich den mal weg. Das ist so einer der Hauptunfälle mit Bären, dass man sich leider aus Versehen dem Bärennachwuchs genährt hat und von der Bärin dann 1 mitgegeben bekommen hat. Und das langt dann im Fall von uns zerbrechlichen Homo sapiens auch schon aus. Wenn da einmal die Tatze kommt, wird man seines Lebens so schnell nicht mehr froh, sofern man noch ein Leben hat.
So, jedenfalls, so die Entwicklung der jungen Bären dauert dann auch erstaunlich lange. Also ein typischer K-Stratege. Auch das ist bei einem so langlebenden Tier wie eben dem Braunbär, ist das auch kein Wunder, dass da alles wirklich ein bisschen länger dauert. 2 Jahre bleiben sie mindestens bei der Mutter, gerne auch mal 3 oder auch mal 4. Man sieht meistens in den Dokumentationen, die es da gibt, fast immer nur so 2-jährige Zyklen, was da so gefilmt wurde. Oder das Kamerateam hatte nicht länger Zeit oder das Kamerateam ist nur 1 Jahr da geblieben und so weiter. Deswegen kommt da gerne mal der Eindruck auf, das würde nur 1 Jahr dauern oder maximal 2. Nö, es sind in Wahrheit also schon deutlich oft auch mal 4. Das ist gar nicht so selten. Und außerdem kommt ja dann noch erschwerend dazu, dass die erstens mal in der Nähe der Mutter noch geduldet werden, nachdem sie vertrieben sind. Also nicht in unmittelbarer Nähe, aber schon noch in einem gewissen räumlichen Abstand, sage ich jetzt mal vorsichtig. Und ich hatte es ja schon erwähnt, die Geschwister bleiben dann teilweise sogar noch zusammen, um sich gegenseitig beim Nahrungserwerb noch ein bisschen zu helfen und zu spielen und noch ein bisschen zusätzliche Skills fürs Leben dann quasi zu erproben. Aber das ist übrigens nicht mehr ganz so häufig, soweit ich das recherchieren konnte. Und hängt auch immer schwer von der Region ab, in der man sich befindet und so weiter. Und dem Nahrungsangebot und all solchen Sachen. Jedenfalls ist geschlechtsreif so ein Männchen mit etwa 4,5 Jahren. Also ungefähr dann, wenn es auch selbstständig wird, ist es meistens auch schon geschlechtsreif. Manchmal mag es vielleicht noch einen kleinen Moment dauern, bis es geschlechtsreif wird. Aber ein Männchen sollte das dann ungefähr sein, in dem Moment, wo es entwöhnt wurde. Bei Weiblein mag das noch mal deutlich länger dauern. Die werden so erst mit so 6, ne, vielleicht auch nur mal mit, erst mal mit 7 oder was, geschlechtsreif. Das dauert da noch mal ein Weilchen länger. So. Und erst mit 10 ungefähr, so 9 bis 10, vielleicht auch mal mit 11. Ausgewachsen ist so ein Braunbär dann allerdings erst mit circa 10. Also das sind schon Tiere, die lassen sich wirklich eine Weile Zeit. Und haben sie ja auch, ne? Wie gesagt, so 20 bis 30 werden die. Dass ein Tier die Hälfte seines Lebens damit verbringt, erstmal erwachsen zu werden, ist relativ normal im Tierreich. Wenn man entsprechend alt wird, ist das halt eben entsprechend lang. So, dann gibt es ja jetzt noch den Eisbär. Da gibt es jetzt deswegen noch so ein paar Dinge, die ich erwähnen möchte, weil besonders, da der Eisbär ja fleißig am Aussterben ist, beziehungsweise weiter zurück nach Süden ausweichend, alle Richtungen führen nach Süden, wenn man am Nordpol wohnt, das nur mal angemerkt, jedenfalls ist er ja fleißig am Zurückweichen und das führt dazu, dass sich Braunbär und Eisbär zunehmend begegnen. Und das führt dazu, dass die sich nicht unbedingt immer nur gegenseitig fressen wollen, was übrigens auch vorkommt. Kannibalismus bei Bären ist durchaus festgestellt worden, dass die sich, also wenn absolute Not am Futter stattfindet, nicht nur gegenseitig umbringen, sondern auch gegenseitig tatsächlich vertilgen. Das gibt's alles. Also wie gesagt, die sind eigentlich nicht sehr nette Tiere. Schon ziemliche Arschlöcher, diese Bären, so aus ethisch-moralischer Sicht. Ethische Moral gibt es ja in der Natur nicht, ne? Weder Ethik noch Moral irgendwo vorhanden ist nicht. Egal, jedenfalls, so ein Eisbär und so ein Braunbär ist tatsächlich fruchtbar kreuzbar. Da kommt dann irgendwas bei raus, was tatsächlich sich wiederum paaren kann und wieder fruchtbar kreuzbar ist. So, und jetzt besagt das sogenannte Biospezies-Konzept, mit dem wir versuchen, Arten als Art einzuordnen, dass wenn 2 Mitglieder unterschiedlicher Arten miteinander fruchtbare Nachkommen zeugen können, dann sind sie nicht unterschiedliche Arten, sondern ein und dieselbe. So, und das macht jetzt die Sache natürlich schwierig, weil so ein Eisbär sieht morphologisch, allein schon durch die Fellfärbung, die ja wirklich immer weiß ist und nicht mal ein bisschen weiß, mal ein bisschen weniger weiß, mal ein bisschen schwarz oder sowas, das gibt's da ja nicht, sondern die sind ja wirklich immer weiß und die sehen auch, die haben zum Beispiel einen ganz anderen längeren Hals, deutlich längeren Hals, ganz andere Körperform, haben auch nicht diesen Buckel auf dem Rücken zum fester Zustampfen, obwohl die den eigentlich bräuchten, weil sie ja durchs Eis stampfen müssen, um an die Robbe zu kommen. All solche Sachen, da gibt es also wirklich viele Unterschiede. Sie haben auch ein deutlich auf Fleischfresser ausgebildeteres Gebiss. Die fressen ja auch tatsächlich wirklich nur Fleisch. Viele, viele Unterschiede, sogar also in Ernährung, Verhalten und allen Bipapo und so weiter und so fort. Aber die sind tatsächlich fruchtbar kreuzbar mit dem Braunbär. Sprich, nach dem Biospezies-Konzept, das sich da mal jemand hat ausgedacht, ist das ein und dieselbe Art. Auch wenn die morphologisch wirklich total unterschiedlich aussehen, man könnte sie dann bloß noch als Unterarten voneinander bezeichnen. Und das schmeißt die Welt
der Zoologie jetzt doch ein bisschen durcheinander und dass gerade so eine prominente Art wie der Eisbär, das Symbol für den Klimawandel, tatsächlich nur eine Unterart vom Braunbär ist, nervt jetzt irgendwie so ein bisschen. Und mich persönlich nervt es auch irgendwie. Und es gibt da viele Leute, die sich in dem Bereich auskennen, die das nicht so ganz wahrhaben wollen und echt nicht so lustig finden. Aber streng genommen, es hat sich auch noch niemand getraut, das irgendwo so aufzuschreiben, aber streng genommen ist tatsächlich entweder der Braunbär eine Unterart vom Eisbär oder der Eisbär eine Unterart vom Braunbär. Das müsste man jetzt nochmal an der Genetik genauer untersuchen, wer dann jetzt wie wohl von wem vielleicht eventuell abstammen könnte. Blöd, ne? Aber das ist andererseits wiederum gut, weil die Gene vom Eisbär auf diesem Wege auf keinen Fall aussterben werden, sondern sich halt eben in den Braunbär einpaaren und dann auf jeden Fall irgendwie in der Braunbärpopulation erhalten bleiben werden. Es wäre also vorstellbar, dass sollte die nächste Eiszeit ausbrechen. Theoretisch wäre das ja noch möglich. Das weiß ja kein Mensch so genau, ob wir nicht eventuell doch nur in einer Zwischeneiszeit leben und die nächste Eiszeit noch entsprechend kommen könnte. Ist unwahrscheinlich, ist sehr unwahrscheinlich. Aber rein theoretisch wäre das immer noch denkbar. Dann ist eine gute Nachricht, dass die Braunbären dann irgendwo in ihrem Genpool noch die Eisbären-Gene drin haben, um dann vom Braunbär wieder zum Eisbär sozusagen zu werden. Aber es ist einfach was Interessantes, was Neues aus der Forschung, dass ich euch kurz nicht ganz vorenthalten sollte, dass das ein bisschen kompliziert ist mit der Tatsache, dass die fruchtbar Mittelbären, ne? Also dreckiges Eisbär sozusagen, von der Fellfärbung her, geben können, was dann wieder tatsächlich fruchtbar Nachkommen haben kann. So, und jetzt kommen wir zu dem Punkt, da kann ich das Büchlein fast schon mal kurz weglegen, der vielleicht für die meisten dann doch noch am interessantesten ist. Und deswegen nochmal einen Schnitt, weil das mal ja als einzelnen Teil. Ja, was tun wir denn, wenn uns ein Bär begegnet, beziehungsweise wenn wir im Bärengebiet unterwegs sind? So, und da gibt es jetzt in sämtlichen Bärengebieten mehr oder weniger fast überall so ein paar universelle Hinweise, wie man sich dazu verhalten hat. Und die sind derart universell und werden weltweit derart oft erteilt und gegeben, dass wir da schon ziemlich sicher sein können, dass das ziemlich gute Hinweise sind. Mit einer Ausnahme, da bin ich mir nicht ganz sicher, was ich davon halten soll, aber der Rest, der trifft wohl ziemlich genau zu. Nämlich, wenn man im Bärengebiet unterwegs ist und vermeiden möchte, einem Bär zu begegnen, dann sollte man entsprechenden Lärm produzieren. Da gibt es ja so Bärenglöckchen, die man sich an den Rucksack binden kann, damit man bimmelnd durch die Gegend läuft, wie die Kuhglocke, nur kleiner. Und mit einem anderen Effekt, erwünschten Effekt. Oder man soll singen, man soll in der Gruppe gehen und sich gefälligst die ganze Zeit unterhalten, möglichst laut und so weiter und so weiter. Ich glaube nicht, dass es unbedingt erforderlich ist, möglichst laute Geräusche zu machen, weil so ein Bär hört sehr gut, verglichen mit uns deutlich besser und der wird uns dann schon hören, insbesondere in einem relativ leisen Lebensraum wie der Natur generell. Ist ja jetzt ein eher leiser Raum, es sei denn, man steht jetzt neben dem rauschenden Wasserfall oder sowas, aber sonst im Regelfall doch eher leise oder es geht gerade der Wind, wunder was, wie saumäßig, dann sollte man sich vielleicht ein bisschen beeilen, dass man ein bisschen lauter ist, aber in den meisten Fällen, wo sonst keine großen Geräusche zu hören sind, würde fast schon das Fußstapfen, wenn man über Fels läuft oder sowas, meiner Meinung nach schon ausreichen, dass der Bär einen eigentlich auf vertretbare Distanz hören sollte, aber wer da gerne auf Nummer sicher gehen möchte, der kann ja gerne noch Zusatzgeräusche erzeugen, damit man ja keinen Bären überrascht. Denn wenn man einem Bär begegnet, gibt es im Wesentlichen zwei Möglichkeiten, wie diese Begegnung zustande gekommen sein kann. Naja, drei. Nee, zwei. Bleiben wir bei den zwei. Nämlich, man hat den Bär tatsächlich überrascht und der Bär wundert sich, huch, wo kommt der jetzt her? Und Möglichkeit zwei, der Bär wusste, dass man kommt, das ist ihm schlicht und ergreifend egal. Ich vermute, dass insbesondere in Gebieten wie Alaska oder Sibirien oder sonst wie, die allermeisten Bärenbegegnungen der Kategorie ist noch mir egal, angehören sollten, nach dem, was man so hört, ne, was man einfach berichtet bekommt von Bärenbegegnungen. Es ist dem Bär schlicht und ergreifend wurscht, ob da jetzt, ne, wenn der mitten im Nirgendwo wohnt, jetzt da so ein Homo sapiens vorbeiläuft. Der tut ja nichts. Der macht höchstens Fotos, hält im Regelfall gesunden Abstand, weil er nicht völlig bescheuert ist. Muss schon sehr bescheuert sein, um sich einem Bär
absichtlich in auf enorme Nähe zu nähern. Das sind dann auch übrigens diejenigen, die gefressen werden, die der Meinung sind, ich mache ein tolles Bärenfoto. Oh, ich kann auch nicht genau erkennen, ob der Bär Karies hat. Ups, meine Kamera ist weg. Huch, meine Hand auch. Solche, das sind so die typischen Fälle, wo es dann wirklich zu Bärenunfällen kommt. Ich glaube, auf Platz 1 der Statistik ist der Typ, der den Bär richtig schön von nah fotografieren wollte. Wie dem auch sei, jedenfalls sollte man das vielleicht so ein bisschen lassen. Ne? Dafür gibt es Teleobjektive, dass man nicht vom Bär gefressen wird. Dafür sind die da. Die zwei Möglichkeiten eben bei Bärenbegegnungen, entweder dem Bär ist es schlicht und ergreifend scheißegal, dann können wir auch aus gesunder Entfernung den Bär beobachten, den Bär fotografieren und dem Bär durchaus ein bisschen folgen potenziell. Es ist dem Bär scheißegal. Dass der Bär aus der scheißegal zu, jetzt nervt der Typ aber doch, Haltung übergeht, wäre nur dann der Fall, wenn man den Bär in irgendeiner Form provoziert, sprich sich dem Bär jetzt noch auf ungebührliche Distanz nähert oder sonstige Sächelchen, ne? Den Bär mit irgendwas bewirft, den Bär anbrüllt oder sonst irgendwie versucht, den Bär aus sich, Bär, jetzt guck mal in die Kamera, verflixt nochmal, ich will nicht immer nur deinen Arsch fotografieren. Sowas in der Richtung. Wenn man das aggressiv genug ausspricht, dann könnte ich mir auch schon vorstellen, dass der Bär irgendwann beschließt, irgendwie nervt er da jetzt, diese Mücke da hinten im Hintergrund. Weil für den Bär sind wir ja quasi eine Mücke. Der Bär weiß ja, dass er der Bär ist. Ich möchte nochmal betonen, immer im Hinterkopf behalten, der Bär weiß, dass wir ihm nichts können. Ne? Davon geht der, glaube ich, völlig zu Recht im Übrigen durchaus im Regelfall aus. So, wenn wir jetzt aber den Bär überraschen, dann ist das eine andere Situation. Deswegen soll man ja Lärm machen, damit man vermeidet, den Bär zu überraschen. Ob es dem Bär egal ist, ob wir vorbeikommen oder nicht, das kann man damit nicht beeinflussen, aber man kann zumindest beeinflussen, dass man den Bär nicht überrascht, sich nicht aus Versehen in den Bär anschleicht und der Bär dann plötzlich feststellt, huch, da steht ja jetzt auf einmal einer, was will der? Hat er sich angeschlichen? Dann ist er bestimmt ein Feind, hab's. Und in einer Situation, in der man den Bär überrascht hat, hat man ja erstmal so ein Uff, ich bin hier, da ist Bär. Der Bär, dem geht es wahrscheinlich ähnlich. Uff, ich bin hier, da drüben ist komisches, schwächliches Wesen. So, und jetzt wäre sinnvoll, hallo Bär, mach's gut, ich gehe dann mal wieder und man zieht sich langsam zurück. Das ist so die empfohlene Vorgehensweise in dieser Situation und die kann ich auch wirklich nur weiterempfehlen. Und im Regelfall sollte die Situation dann eigentlich auch erledigt sein. Sollte es allerdings dazu kommen, dass aus irgendwelchen Gründen der Bär beschließt, dass wir ihm auf die Nerven gehen und er uns mal kurz angreifen möchte, dann sollte man spätestens in diesem Moment in der Lage gewesen sein, zumindest mal so grob zu identifizieren, mit was für einem Bär man es eigentlich zu tun hat. Da gibt es ja in Nordamerika eigentlich zwei Möglichkeiten. Im Rest der Welt, zum Beispiel wenn man in Sibirien unterwegs ist, da gibt es eigentlich nur den Braunbär und da gibt es in jedem Fall dann die Verhaltensweise für Braunbären. In Nordamerika hat man auch theoretisch die Möglichkeit, dass es auch ein Schwarzbär sein könnte. Jetzt ist es nicht so einfach zu sagen, Schwarzbär ist schwarz, Braunbär ist braun, sondern Braunbär kann auch schwarz sein, Schwarzbär kann auch ein bisschen braun sein. Deswegen würde ich da so grob einfach mal sagen, wenn es ein großer Bär ist, der so groß ist, dass er einen problemlos umnietet, dann sollte man so tun, als wäre es ein Braunbär. Ist es nur ein sehr kleiner Bär, der einen potenziell nicht sofort umnietet, dann sollte man so tun, als wäre es ein Schwarzbär. Und da gibt es jetzt die relativ simple Anweisung, wenn es ein Braunbär ist, stell dich tot. Und wenn es ein Schwarzbär ist, fight back. Also hier Boxkampf usch, usch, mit dem Bär. Ne? Ungefähr so kann man sich das ungefähr vorstellen. Nee, da kann man wirklich drauftreten, draufhauen, mit dem Stock draufkloppeln und so weiter und so fort. So ein Schwarzbär, sagt man, sei relativ schreckhaft und würde dann relativ schnell das Weite suchen, sei ein wenig feige. Es besteht auch immer eine gute Chance, dass es sich bei dem Angriff des Bären nur um einen Scheinangriff handelt, dass er zwar angreift, aber einen eigentlich jetzt nur mal erschrecken möchte oder vertreiben möchte. Und sollte es tatsächlich dann so ein Angriff gewesen sein und man schmeißt sich sofort auf den Boden und bleibt sofort liegen, kann das auch eine schlechte Idee sein, wenn man merkt, es war eh nur ein Scheinangriff, dann sollte man halt schon schauen, dass man dann das weiter sucht. Weil der Effekt, der mit einem Scheinangriff erzielt werden soll, ist ja, jemanden zu vertreiben. Das ist die eine Situation, in der es eine gute Idee wäre, vom Bär so einigermaßen wegzurennen oder zumindest sowas in der Richtung zu tun, nachdem ein Scheinangriff erfolgt ist. Da rechnet er ja damit, dass man dann wegrennt. Dass er einen dann verfolgt, ist eher unwahrscheinlich.
In allen anderen Fällen sollte man nicht versuchen, vom Bär wegzurennen, weil ein Bär ist nun mal ein Raubtier und hat einen gewissen Verfolgungsinstinkt, Verfolgungstrieb. Und wenn man wegrennt, ist man Beute. So, und insbesondere, wenn man dann auch noch total langsam wegrennt und der sowieso nicht genau weiß, wie er einen einordnen soll. Und man dann so ein absolut leicht zu kriegendes kleines Snack-Hühnchen ist, was da quasi davon hüppelt, dann könnte es durchaus sein, dass er einem hinterher rennt, um einen dann eben entsprechend wegzusnacken. Deswegen bei Bären niemals davonrennen, es sei denn nach einem erfolgten Scheinangriff. So, und wie das mit dem Angriff jetzt nun mal eben so ist, wie kann man sich gegen einen Braunbär von 500 Kilo verteidigen? Gar nicht. Also außer man ist Old Shatterhand, dann haut man ihm auf die Nase und dann fällt er tot um. Aber in allen anderen Fällen, nee, kann man nicht. Und da wird deswegen ja eben empfohlen, man möge sich bitte auf den Bauch legen, Innereien schützen, ne? Hände über dem Kopf verschränken, also über dem Hut. In meinem Fall versuchen da irgendwie den Kopf möglichst, die ganz empfindlichen Körperteile irgendwie abzudecken. Wenn man einen Rucksack hat, könnte man den Rucksack noch umarmen, hoffen, dass der Rucksack, wenn er auf dem Rücken noch sitzt, eben ein gewisses Polster auch noch darstellt, falls der Bär ein bisschen auf einen draufklopft oder solche Späße. Ja, und dann einfach halt so quasi sich ergeben, demonstrieren, ich will dir nichts tun, ich will dir nichts tun, du bist der Chef, mach mit mir, was du willst, so nach dem Motto. Ne? Und dann bestehen nicht gute, aber dann bestehen Chancen, dass der Bär nach ein paar Mal buff, buff, buff das Interesse dann verliert und entsprechend sich zurückzieht. Und man sollte allerdings in dem Fall, wenn er wirklich angegriffen hat, auch noch eine Weile so liegen bleiben und nicht sofort wieder aufspringen. Hey, Bär, danke, ich gehe da mal. Weil dann könnte es passieren, dass er halt eben nochmal entsprechend wiederkommt und das dann nochmal als aggressive Geste irgendwie entsprechend wahrnimmt. Die Möglichkeiten, gegen den Bärenangriff was zu tun, sind halt deutlich geringer als bei zum Beispiel einem Wolf, wo man eine realistische Chance hat, dem echt eine reinzuhauen, wenn der ankommt. Ein Bär ist mit Wildschwein vergleichbar. Gegenwehr macht nicht viel Sinn, es sei denn, man hat wirklich massive Bewaffnung dabei. Wie hat man denn früher Bären gejagt? Wäre vielleicht mal ganz interessant. Man hat ihnen eine Hundemeute auf den Hals gehetzt und dann ist man mit einem großen langen Speer gekommen. So, jetzt haben wir im Regelfall keine Hundemeute dabei und auch keinen großen langen Speer. Wäre es also sinnvoll, den Nahkampf mit dem Bär zu suchen? Nö. Was haben wir denn heutzutage deswegen? Dafür, gerade wenn man im Bärengebiet unterwegs ist, gibt es so riesengroße Sprühdosen, also wirklich so richtig fette Dinger mit Bear Repellent, ne? Also Pfefferspray gegen Bären. Wichtiger Hinweis zur Anwendung, was man nicht tun sollte, wäre sich mit dem Spray einsprühen, damit man dem Bär nicht schmeckt. Ist schon vorgekommen, dass das Leute gemacht haben, sondern das Zeug bitte auf den Bär richten und den Bär damit absprühen, wenn der Bär entsprechend angreift. Der Vorteil ist, wenn man es mit Tieren zu tun hat, die ein unglaublich empfindliches Riechorgan haben, dass dann Pfefferspray und Ähnliches enorm effiziente Wirkungen entfalten können, sollte eigentlich schon ganz gut klappen. Und da ja diese Bärenspray-Container, diese großen Sprühdosen auch wirklich eine ordentliche Menge an Pfefferspray dann auch enthalten, sind die Chancen, dass man den Bär dann damit auch trifft, relativ hoch, wenn er angreift. So, und wenn man ihn trifft, dann sind die Chancen, dass er dann das mit dem Angriff sich nochmal anders überlegt, weil er dann wirklich ordentlich Aua hat, auch relativ hoch. Was man dann allerdings auch mal tun sollte, nachdem man getroffen hat, wäre den Einflussbereich des Bären so schnell wie möglich verlassen, weil könnte auf die Idee kommen, so halb blind und halb wahnsinnig vor Schmerz und Wut ein bisschen um sich zu hauen, und wo der halt hinhaut, haben wir schon festgestellt, wächst so schnell kein Gras mehr. Aber grundsätzlich, nochmal in Kurzform, wenn man spontan einem Bär begegnet, der nicht sowieso schon irgendwo rumsteht und uns ignoriert, ne? Der überrascht ist, wenn wir einen Bär überraschen. Ruhig bleiben, mit dem Bär durchaus freundlich sprechen, muss man nicht, kann man. Ich persönlich halte es für eine gute Idee. Und langsam zurückweichen, rückwärts, langsam zurückweichen. Im Regelfall ist die Sache dann erledigt. Sollte der Bär angreifen, dann eben im Fall von einem Braunbär oder einem großen Bär, gegen den man im Nahkampf keine Chance hat, das ist bei fast jedem Bär eben entsprechend der Fall, so ein kleiner Schwarzbär dann vielleicht halt eventuell halt doch nicht. Das muss man dann halt jeweils spontan eben in dem Moment entscheiden.
dann halt eben auf den Boden schmeißen, versuchen wertvolle Organe und so weiter und so fort abzudecken und halt hoffen, dass das nur ein Scheinangriff war. In dem Fall zieht man sich danach dann eben entsprechend zurück. Man muss jetzt nicht panisch wegrennen, aber man sollte sich schon langsam, zügig langsam sozusagen entfernen. Und falls er einen halt doch angreift und auf einem rumklopft, bis man tot ist, ja, dann ist man halt... Ne, dann ist man halt tot. Deswegen wäre es eine gute Idee, solches Anti-Bären-Spray, das man dann einsetzt, wenn der Bär eben zum Angriff ansetzt, tatsächlich auch wirklich dabei zu haben im Bärengebiet, in einem Bärengebiet, in dem eine realistische Chance auf Bärbegegnungen besteht. Ist Nordschweden schon ein Bärengebiet, bei dem eine realistische Chance auf Bärbegegnungen besteht? Man sagt nein. Andererseits, die Zahl der Bären in Schweden ist schon relativ hoch. Ja, die sind aber auch wiederum ziemlich scheu, schwer zu sagen. Muss dann jeder selber wissen, aber ich könnte zumindest niemandem schlimme Paranoia unterstellen, der meint, für einen Besuch in Nordschweden, zum Beispiel im Sarek oder was, jetzt doch vielleicht eventuell sogar mal ein Bärenspray mitzunehmen. Also Paranoia möchte ich dem nicht unterstellen. Ich möchte jetzt auch nicht sagen, dass das notwendig ist, weiß Gott nicht, aber man kann ja zumindest mal drüber nachdenken. Ansonsten, wo hat so ein Bär noch Angst? Wie jedes große Tier, wie jedes Tier auch, möglicherweise vor Feuer. Also meine beliebte Magnesium-Seenotrettungsfackel, die ich immer als universelles Abwehrmittel gegen Tierangriffe aller Art empfehle, möchte ich auch bei Bärenangriffen nicht völlig ignoriert wissen. Ne? Also wenn man dem Bär, der überrascht ist, gegenübersteht und tatsächlich dann auf die Idee kommt, seine Magnesium-Seenotrettungsfackel zu zünden, was ja keine aggressive Handlung gegenüber dem Bär darstellt und den eher nur, wenn dann überhaupt, dann nur verwirrt und man quasi aus Sicht des Bären plötzlich in Flammen steht, könnte es sogar sein, dass selbst ein so wehrhaftes und König seines Lebensraums Tier wie der Braunbär auf die Idee kommt, vielleicht doch lieber das Weite zu suchen oder zumindest nicht auf diesen in Flammen stehenden Typ dazu zu rennen, der sich erfreulicherweise gerade auch wiederum zurückzieht. Also, ne, auch da wieder. Ich persönlich bin ja der Überzeugung, dass meine Magnesium-Seenotrettungsfackeltechnik auch da wieder durchaus effizient sein könnte. Wenn man in regelmäßigen Abständen irgendwelche China-Böller oder sonst was zündet, während man sich im Bärengebiet befindet, könnte man auch ganz gut verhindern, den Bär zu überraschen. Ob das so wirklich effizient ist, ist nochmal eine andere Frage. Und falls jetzt noch jemand irgendeine tolle Idee hat, wie man sonst noch einen Bär abwehren könnte, wenn der dann da kommt, mit stinkenden Socken oder ähnlichem, weil der riecht ja sehr gut, der Bär. Dann wäre ich gespannt, das zu hören. So, was man dann aber auf jeden Fall auch noch sagen muss, wenn jemand im Bärengebiet unterwegs ist, sollte er auch darauf achten, sein Lager entsprechend bärtechnisch abzusichern. Weil nachts kann ja auch mal so ein Bär vorbeischauen im Lager und der Meinung sein, da gibt's was zu fressen. So, soll heißen, erstens, Nahrungsmittel möglichst geruchsdicht verpacken. Sprich, die guten alten Trekking-Mahlzeiten, die zwar viele Nachteile haben, aber zumindest in geruchsdichten Tüten daherkommen, wären in solchen Gebieten dann schon nochmal eine Sache, wo man drüber nachdenken kann. Außer man will jetzt halt seine ganzen Nahrungsmittel einzeln in so kleine Ziploc-Tütchen verpacken und so weiter und so fort. Aber wichtig wäre wirklich, Nahrungsmittel richtig geruchsdicht verpacken. Also so richtig, richtig geruchsdicht. So ein Bär riecht nochmal viel besser als wir. Und wenn da so ein bisschen ein Löchlein drin ist, dann langt dem das schon. Dann kann der da schon was riechen und dann könnte ihn das eben entsprechend anziehen. Und man möchte ja dann vielleicht nicht unbedingt, dass der einem im Vorzelt rumstöbert und auf die Idee kommt, huf, weil da liegt ja im Innenzelt noch viel mehr Fleisch rum. Nein, ne? Zumal so ein Zelt macht er einmal kurz Krall und dann ist das Zelt offen. Ganz so scharfe Krallen hat so ein Bär zwar eigentlich nicht, aber in Kombination mit seiner Kraft kriegt dann ein Zelt natürlich locker. Völlig lächerlich, überhaupt keinen Widerstand, ne, gegen den Bär. So, das heißt, also erstmal gar nichts haben, was so riecht, als ob es den Bär irgendwie interessieren könnte. Das zählt auch für Deo, Zahnpasta, Seife, ja. Das sind so die wesentlichen Sachen. Rasierseife. Mir hat zum Beispiel ein Eichhörnchen mal, weil ich auf Tour der Meinung war, mit dem klassischen Rasierpinsel unterwegs zu sein, mit so einem klassischen Rasierseifeblöckchen, wo man sich das halt eben so Schaum schlägt, um sich dann eben entsprechend zu rasieren. Mir hat mal ein Eichhörnchen meine Rasierseife angeknabbert. Und zwar so richtig. So die Hälfte davon bestimmt weggefressen oder was. Das ging mir danach bestimmt nicht mehr gut, aber es hat es trotzdem getan. Also wenn das so ein Eichhörnchen anlocken kann, dann mit Sicherheit eben entsprechend auch Bären. Also da muss man wirklich vorsichtig sein. Es sind auch gerade Zahnpasta, es sind wirklich viele Fälle bekannt, wo die auf Zahnpasta total abgefahren sind.
Deswegen zusätzlich zum grußdichten Verpacken aller Sachen, die der Bär interessant finden könnte, gibt es noch den zweiten Tipp, dass man das Zeug dann doch bitte auf den Baum hängen sollte, und zwar da, wo der Bär nicht rankommt. So, ist man jetzt auf der Insel Kodiak unterwegs, ist so ein Bär 2,80 Meter lang, wenn es dumm läuft, und wenn er auf den Beinen steht, erreicht er dann 3,5 Meter oder was. Heißt, man sollte das Ganze dann doch bitte in einer, auf den Hinterbeinen steht, man sollte das doch bitte in einer Höhe von circa 5 Metern oder was aufhängen. Ein kleiner Bär hingegen kann gut klettern, solange er noch leicht ist, ne? Also ein junger Bär. Und es könnte zum Beispiel sein, dass die Mama mit dem Nachwuchs vorbeikommt. Die Mama mag dann an das Zeug, wenn es 4 Meter hoch hängt, nicht rankommen, aber der junge Bär klettert vielleicht auf den Baum, klettert den Ast entlang und das Zeug hängt direkt unterm Ast und schnappt es sich, ne? Weil er rankommt, weil es direkt unterm Ast hängt. Deswegen sollte man es zusätzlich in einer Höhe von irgendwie mindestens 4 oder 5 Metern hängen haben, plus 1 Meter unterm Ast, also nicht direkt am Ast, für den Fall, dass ein kleiner Bär auf den Baum klettert, dann halt auch eben entsprechend nicht rankommt. Und aus dem gleichen Grund, wenn der kleine Bär auf den Baum klettert, sollte es auch in einem gewissen Abstand zum Stamm hängen, ne? Dass der Bär auch nicht am Stamm hängen kann und es sich krallen, während es halt eben in der Luft hängt. So. Wenn man das alles beachtet, sollte man dann zusätzlich noch daran gedacht haben, dass man das Ganze bitte schön nicht direkt neben das Lager hängt, sondern in einem gewissen Abstand von, je nach persönlicher Paranoia, nach mindestens 100 Metern, besser 200, vielleicht auch 300 und wenn man ganz viel Angst hat, 400 oder 500, je nach persönlichem Gusto halt eben. Das gilt auch fürs Klo. Wenn man also aufs Klo muss, insbesondere große Geschäfte, auch das könnte der Bär irgendwie interessant finden, da zumindest mal dran zu riechen. Was ist das? Das habe ich ja noch nie gerochen. Sollte man das auch entsprechend weit weg vom Lager tun, damit da halt eben auch nicht der Bär allzu nah ins Zelt kommt, wenn er da auf die Idee kommt, nachgucken zu wollen. Und jetzt gibt es noch so ein interessantes Gerücht, dass menstruierende Frauen immer nach Möglichkeit in der Mitte des Zelts gelagert werden sollen, damit sie möglichst wenig weit zu riechen sind und möglichst von anderen Gerüchen überlagert werden. So, und das halte ich für Blödsinn, weil so ein Bär mit seiner ultimativ tollen Nase zwar sehr wohl da dann Blut feststellen wird, wenn die Dame am Menstruieren ist, aber der kann so gut riechen, dass er mit Sicherheit auch feststellen wird, dass da halt einfach gerade jemand am Menstruieren ist. Dass andere Tiere halt eben auch mal irgendwie gerade das tun, ist dem Bär vertraut. Das riecht der häufiger im Wald. Das tut ja jedes Tier, jede Tierin insbesondere, hin und wieder mal so komisch riechen und da auch mal eben entsprechend ein bisschen Blut abgeben, wenn dann die unbefruchtete Eizelle halt eben abgeht. So, und das ist also relativ normal. Das ist ein natürlicher Geruch, der in der Natur so vorkommt. Und ich halte es wirklich für ein Gerücht, dass das Bären anzieht, weil die denken, die Frau ist verwundet, weil die Frau blutet. Das heißt, ich kann die jetzt fressen oder da liegt irgendwie ein verwesendes Tier oder sonst was. Was anderes ist das, wenn man gebrauchte Tampons irgendwo in der Landschaft liegen lässt, insbesondere am besten noch vorm Zelt oder neben dem Zelt oder sonst wie. Weil das könnte dann für den Bär schon so riechen, als würde da ein kleines verwundetes oder totes Tier oder sonst wie rumliegen, weil es halt doch intensiv dann nach Blut riecht und nicht einfach ein Tier ist, das nach Menstruation riecht. Also ich bin da wirklich der schweren Überzeugung, dass der Bär das irgendwie unterscheiden kann und so ein blutgefülltes Wattebäuschlein im Prinzip halt nichts ist, was in der Natur natürlich vorkommt und damit halt sein Interesse durchaus erwecken könnte. Das kennt er nicht, das weiß er nicht, was das ist. Dann könnte er kommen und mal dran riechen und mal schauen, ob man das in irgendeiner Form vielleicht verwerten oder fressen kann. Und wenn das dann halt direkt neben dem Zelt liegt, dann hat man da unter Umständen einen nächtlichen Besucher, auf den man lieber gerne verzichtet hätte. Aber prinzipiell menstruieren, während Bären in der Nähe sind, halte ich für harmlos. Ich halte es für ein Gerücht, dass das wahnsinnig gefährlich sein soll. So, und damit sind wir dann auch durch, ne? Das war jetzt halt eben das entsprechende Video zum Bär, was unbedingt alle haben wollten. Haben wir durchgekaut, haben wir die wesentlichen Sachen besprochen. Und jetzt war doch irgendwas, was ich noch ansprechen wollte. Wenn ich es nicht vergesse... Ich hab's aber vergessen. Scheiße. Naja, dann muss ich halt gegebenenfalls dazu nochmal ein extra Video machen. Schreibt's mir mal in die Kommentare. Wahrscheinlich fällt's mir beim Schneiden sowieso wieder ein, was es war. Aber ihr könnt's mir ja mal in die Kommentare schreiben, ob ich dazu jetzt noch unbedingt ein extra Video machen muss oder nicht.
Macht's gut, bis zum nächsten Mal.